Hallo und herzlich willkommen bei Indras Bastloase. Im zweiten Teil meiner Produktvorstellung aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog oder Mini-Katalog August bis Dezember heißt er ja jetzt, möchte ich euch die Produktreihe Weihnachtsblüten vorstellen. Und zwar besteht die einmal aus diesem Produktpaket Blühende Weihnachten. Das ist einmal das Stempelset mit diesen Christsternen und passend dazu dann eben die Stanzformen. Ich lese euch geschwind die Sprüche vor. Viel Freude und Segen zu Weihnachten für Sie. Also es eignet sich dann auch mal für Leute, die man eben per Sie anspricht und nicht immer nur die so Stempelsprüche per Du. Liebe Wünsche von uns für euch, frohe Feiertage, wunderbare Weihnachten, schöne Tage und jede Menge Sternstunden. Es sind also auch wieder sehr schöne Weihnachtssprüche dabei und dann eben dreimal die Blüte des Christsterns, die sich dann aus diesen drei Einzelstempeln, kann man dann eine Blüte zusammensetzen oder einmal diesen kompletten Weihnachtsstern, zwei verschiedene große Blätter, auch dann der Stempel zum Ausfüllen des Blattes, hier so Bären, dann der Stempel zum Ausfüllen der Bären und passend dazu jetzt eben die Stanzformen. Bei den Stanzformen haben wir jeweils die Umrandung, wo dann das Stempelmotiv ausstanzt. Und dann haben wir auch, aber auch noch ein passendes Innenteil, wo ich dann gleichzeitig mit prägen kann. Also das passt dann eben genauso rein. Ich kann es in einem Schritt dann durchkurbeln und du dann stanzen und prägen in einem Schritt. Und kann so eben ohne Stempelmotiv mir auch ganz toll eine Blüte zusammensetzen. Ich zeige euch das nachher. Genau, das war mal das Produktpaket. Dann machen wir gleich weiter mit dem Designerpapier, das dazugehört. Das nennt sich Weihnachtsblüten. Ist auch ein normales Designerpapier in 12 Inch. Und ich zeige euch wieder jeweils die Vorder- und Rückseite. Hier also diese wunderschönen Christsterne. Die Rückseite dann mit so Tannenzapfen. Dann einmal diese Christsterne. Die Rückseite wieder eher neutral. Dann haben wir diese roten Beeren. Die Rückseite dann ein Holzmotiv. Und nochmal den Weihnachtsstern. Und die Rückseite wieder ziemlich neutral gehalten. Tannenzapfen, das eignet sich auch schön schon für den Herbst. Auch die Zweige kann man schon für den Herbst verwenden. Und das ist auch ein sehr schönes neutrales Papier für den Hintergrund. Das ist das Designerpapier. Und dann gibt es noch ebenfalls in dieser Reihe ein besonderes Designerpapier. Das nennt sich beflockte Blüten. Und zwar ist das, ich habe ja schon eins aufgeschnitten, wie so ein Pergamentpapier, das dann so weiße Beflockung drauf hat. Also schöne, weiche Beflockung und sieht mega aus. Gibt's von jedem Design gibt es zwei Bögen, sodass man insgesamt haben wir dann sechs Bögen. Also das ist das erste Design. Das zweite Design sind dann hier diese Weihnachtssterne wieder. Auch hier von zwei Bögen. Und das dritte Design dann so neutral, so ein Geschnörkel. Also haben wir dann sechs Blätter von diesem Papier. Und dann gibt es in dieser Reihe ein Band. Und zwar nennt sich das feines Geschenkband in Glutrot. Also in der Mitte so durchsichtig. Gehört auch zu dieser Serie. Und dann haben wir Accessoires Perlentrio. Nehme ich mal eins auf die Hand. Die sehen dann so aus. Das sind so drei aneinander geklebte Perlen. Und jetzt zeige ich euch gleich, für was die, upsala, für was die echt ganz toll zu verwenden sind. Und zwar habe ich jetzt einmal schon so eine Blüte ausgestanzt. Also ihr seht jetzt hier in den Blättern, ich habe die Blätter gestanzt und im gleichen Arbeitsschritt eben innen geprägt. Und dann habt ihr hier diese geprägten Blätter, dann alle drei Blütengrößen ineinander geklebt und in der Mitte dieses Perlentrio. Und ich finde, das sieht mega aus.
die Blätter genauso gestanzt und geprägt und dann eben einfach zusammengeklebt. Und also ja, ich finde sie echt mega schön, diese Blüte. Jetzt zeige ich euch noch das Stempelset, wie man da eine schöne Karte draus machen kann. Und dann zum Schluss noch mein Produktpäckchen, das ich euch wieder anbieten werde. So, ich habe hier schon mal ein paar Stanzteile vorbereitet. Einfach hier eine Grundkarte in Olivgrün. Das ist einfach eine der Farben, die in der Reihe vorkommen. Und dann werde ich mir hier einmal so ein bisschen schräg dieses Pergamentpapier, also dieses Samtpapier aufkleben. Und da werde ich mir jetzt diese Blüten drauf drapieren. Ich zeige euch mal, wie ich das gestempelt und gestanzt habe. Also ich nehme diese Blütenstempel aus dem Stempelset und stanze mir die jetzt in Wildleder einmal auf. Und für die Blätter nehme ich Olivgrün, passend zu meiner Karte. Und zwar einmal den Rand einfach abstempeln. Und für das Innere vom Blatt, da stempel ich mir den Abdruck zuerst einmal ab und nehme dann erst den zweiten Stempelabdruck, sodass ich da ein helleres Grün drin habe. Und die beiden Sachen, die kurbel ich mir jetzt einmal geschwind durch die Big Shot durch. Da brauche ich jetzt also hier von der kleinsten Blüte einmal die Umrandung und vom kleineren Blatt. So, jetzt habe ich die auch noch ausgestanzt und jetzt fange ich an, dass ich die Blüte hier auf meine Karte klebe. Also nehme ich mir noch meine Perforierunterlage und gehe einmal hier immer so über die Mitte der Blüten. Dann stellen die sich so ein bisschen auf und werden halt so ein bisschen 3D-mäßig. Wenn ich dann noch die Blätter übers Falzbein ziehe, dann bekomme ich ja gleich schon so einen schönen 3D-Effekt. Und dann kann ich mir die hier einmal aufkleben. Die Kartenidee habe ich jetzt so ziemlich aus dem Katalog abgeschaut. Nicht ganz. Die haben hier ein Designerpapier unterlegt. Ich habe es jetzt einfach nur so auf Farbkarton. Aber das ist ja auch das Schöne an unseren Katalogen, dass die nicht einfach nur ein Katalog sind, um was zu bestellen, sondern dass die quasi als Ideenkiste zu benutzen sind. Ich kann ja da quasi alles, was im Katalog ist, einfach nachbasteln und habe dann schon wunderschöne Karten eben oder Schachteln. So, jetzt werde ich mir die... Also man könnte jetzt eben alle drei Blüten ineinander machen. Ich mache jetzt einfach nur hier die kleine dann daneben. Und dann wird das ganze Zeugs darunter drapiert. Ich fange jetzt mal an, dass ich das mit Glue Dots aufklebe. Und auch die kleine Blüte schon. So, und jetzt werde ich das Zeugs einfach darunter drapieren.
und jetzt als Highlight kommt jetzt hier noch die Perle rein. Und das, ich finde, das sieht dann schon gleich, das ist ein Riesenunterschied, ob eben mit der Perle oder ohne der Perle. Die klebe ich jetzt auch gerade mit einem Clou dort rein. So. Ich finde, es sieht schon echt schön aus. Natürlich kann man jetzt hier in die kleine auch noch eine Perle reinmachen. Oder es gibt auch in den Stanzen hier das Innere für die Blüten, sodass man auch das einsetzen kann. Bei den Stanzformen würde ich euch noch empfehlen, dieses Innere, das ist wirklich hauchdünn. Und wenn man das auf dieser Verpackung lässt, wo es drauf ist, das ist ja mal auf diesem relativ stark klebenden doppelseitigen Klebestreifen. Und da ist es relativ leicht, dass man sich die verbiegt. Da würde ich euch wirklich empfehlen, macht so eine Matte hin. Also macht es beim ersten Mal ganz, ganz vorsichtig ab und macht es dann auf so eine Magnetmatte drauf, sodass euch da nichts kaputt geht, wenn ihr die Stanzformen runternehmt. Wäre echt schade drum. Solche Magnetmatten könnt ihr zum Beispiel auch bei mir beziehen. Ich habe die in meinem Shop drin. Geht einfach mal auf meine Homepage unter Produkte. Da findet ihr diese Matten. Es ist immer ein bisschen schwierig, die eine Stelle zu finden, an der es passt. So. Jetzt fehlt noch ein Spruch. Da habe ich auch einfach aus dem Stempelset den Spruch genommen. Den mache ich mir jetzt mit Dimensionals einmal noch hier drauf. So, und schon habe ich meine erste Weihnachtskarte fertig. Also ich finde es auch ein sehr schönes Set. Gerade auch diese Blüte hier, die gefällt mir ausgesprochen gut. Ich könnte also diese Karte im Prinzip auch mit so einer Blüte dann machen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich euch dann in meinem Produktpäckchen anbiete. Also, das ist einmal von diesem Band hier die Hälfte. Dann von diesen Perlensteinen. Da sind, muss ich kurz schauen, 18 Stück drin. Das heißt 9 Stück von diesen Perlensteinen. Und dann natürlich das halbe Designerpapier. Das war erstmal von diesem beflockten Blütenpapier. 3 Stück, also von jedem Design 1. Und dann von unserem Designerpapier jeweils 1. Und dann natürlich noch der passende Farbkarton. Das sind jetzt die 4 Farben, die hier drin vorkommen. Es kommt zwar noch Hummelgelb drin vor, aber das ist ja so verschwindend hier drin, dass ich jetzt kein Hummelgelb mit dazu gemacht habe, sondern 2-mal Wildleder, 2-mal Glutrot, 2-mal Olivgrün und 2-mal Gartengrün. Das wäre jetzt dann das Set, was ihr bei mir in einem Produktpäckchen wieder beziehen könnt. Ich stelle das wieder wie bisher auf meine Homepage und ab 4. August kann ich ja die Ware bestellen. Ihr könnt natürlich mir auch vorab Bestellungen zukommen lassen, das ist kein Problem. Aber ich kann es halt erst am 4. August bei Stampin' Up! Bestellen und sobald ich es dann da habe, packe ich euch die gewünschten Produktpäckchen zusammen und sende sie euch schnellstmöglich zu. Dann sehen wir uns im nächsten Vorstellungsvideo wieder. Bis dahin, tschüss! Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da und gerne auch einen Kommentar. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!